So, hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Gated Games zum zweiten Teil des Display-Openings zu Pokémon Schwert und Schild, schaurige Herrschaft. Ihr seht schon, was wir gezogen haben, das letzte Mal. Vor allen Dingen möchte ich euer Augenmerk auf diese Karte hier richten, Mel. Okay, so. Wir brauchen ein Glückspack und such mal das Glückspack raus, los. Das? Okay. Wurde gerade von der Regie das Glückspack rausgesucht. Und wir legen los. Ihr habt wieder die Chance, am Ende des Videos 5 Booster Packs zu gewinnen. Von diesem Set, nämlich ein Booster Pack von jedem Artwork. Und was ihr dafür tun müsst, am Ende des Videos. Ich kriege den ersten Booster nicht auf. Schlimm. Okay, haben. Sehr gut. Und wir haben wieder 2 Codekarten. Also wir haben es schon im ersten Video gesehen, einige Booster-Packs haben doppelt Codekarten drinnen. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich finde es krass. Und wir starten mit Gravel, Flavia, Alpollo, Krabbox, Galarflekmon, Schneebedeck, Toxipet, Schnäppke, einem Reverse Quartermug und einem Rappenreiter Koronospa wie mit dem wohl. Ich mag die deutschen Namen nicht. Ich mag die deutschen Namen echt nicht. Das ist auf Englisch Shadow Rider. Calyrex. Und auf Deutsch heißt es einfach Rappenreiter Koronospa. Das ist so dumm. So, Rappenreiter Koronospa wie vom Typ Psycho mit 210 KP. Mit den Attacken Schattennebel, 10 Schaden, vor allem mal Psychoenergie. Dein Gegner kann während seines nächsten Zuges keine Spezialenergien oder Stadionkarten aus seiner Hand spielen und Astralfragmente, ich hasse diese Attacke, mit 3x Farblosenergie wähle zwei Pokémon deines Gegners und lege 5 Schadensmarken auf jedes von ihnen. So, wie beim letzten Mal, erstes Booster Pack, gleich eine Wii gezogen. Kann man machen? Geht auf jeden Fall. So, da ist die Hübsche. So. Glückspack etwas nach oben geschoben und weiter geht es. Wir müssten mal beobachten, ob die doppelten Codekarten bei Pokémon Wii auftauchen. Weil das war jetzt eine doppelte Codekarte und wir haben Pokémon Wii gezogen. Und ob die einfach bloß random sind. Da wissen wir auf alle Fälle, ob das irgendwelche Muster hat wie bei den englischen Karten. Wenn ihr eine grüne Codekarte habt mit weißen Streifen dazwischen, also weiß, grün, weiß, habt ihr einen guten Pull und wenn die komplett grün ist, habt ihr nichts drin. Nur so als Tipp. So, Nebelkristall, Kirlia, Fließender Angriff, Himmelsrolle, Ladybar, Nebulak, Wuffels, Iskalar, Ignivor, Schneebedeck, Altaros und ein Holo-Gengar. Auch sehr, sehr cooles Artwork. Allgemein, Gengars haben wir in den letzten Sets sehr, sehr häufig drin gehabt. Aber ich muss auch sagen, Gengar ist ein sehr, sehr cooles Pokémon. Also Gengar ist schon so von vielen der Favorite. Und ist auch eines meiner Favorite-Geist-Pokémon. Früher noch mehr, als es noch Schwebe hatte. Okay, ich habe 2 Codekarten wieder. Leute, 2 Codekarten. Mal gucken, vielleicht ist es wieder eine Wii drin. Wir werden es sehen. 1, 2, 3. Das wäre natürlich jetzt lustig, wenn das irgendwie einen Dings hätte. So, fokussierter Angriff, Stichrolle. Echohorn. Melanies Überzeugung. Porygon. Ladybar. Nebulak, Wuffels, Iskalar, ein Irviscaraborn und ein Sabayone als normale Rare. Also wir haben keine Auffälligkeiten, es sind nicht doppelte Codekarten bei Pokémon Wii drin. Schade. Aber es ist natürlich krass, wenn mit Pokémon einfach doppelte Codekarten da reinschmeißt. Wieder bloß eine drin. So, es geht weiter mit Sofora, Seeyong, Camillo, Wuffels, Voltilam, Chimpep, Galarporenta, Sneebel, Einerus Enya und ein Galar Lauchsalott als normale Rare. Eigentlich ist es auch dumm, es gibt kein Galar Lauchsalott, es gibt bloß ein Lauchsalott. Es gibt bloß Galarporenta. Aber Lauchsalott ist Lauchsalott. Das Pokémon eh mehr sagen muss. So.
das Entdecker-Set. Oh, es klingelt. Ich mach derweil mal weiter. Das Entdecker-Set, Mel. Fokussierter Angriff, Stichrolle, Wuffels, Primova, Seemops, Formeo, Scaraborn, Zengo, Alterus und, oh, sehr, sehr cool, eine Sanaconda V. Vom Typ Kampf mit 22 KP mit der Fähigkeit Sandfeste. Diesen Pokémon werden durch Attacken 30 Schadenspunkte weniger zugefügt, nachdem Schwäche und Resistenz verrechnet wurden. Und Schollenbrecher mit 41 Schaden für zweimal Kampfenergie, einmal farblos. Sehr, sehr cool. Und wir haben unsere nächste Pokémon V. So. Ich bin mir sicher, die Regie kommt gleich und tütet hier gleich ein. Dann kann ich sie euch wieder hinlegen und zeigen. So, nächstes Pack. Ja, die Regie kommt wieder. Die Regie hat nämlich gerade ein... Kein Paket für uns. Ach schade, ich dachte, die Regie hätte gerade ein Paket für den eigenen Kanal angenommen zum Öffnen, aber leider nicht. So, Galar Brustpanzer. Hat man noch gar nicht gezeigt bis jetzt. Dann haben wir die Glücksenergie. Katlea, die als Fullout wäre natürlich auch noch sehr, sehr nice. Porygon. Galar Porenta Botogel. Smogon. Nebulak. Frubela. Alterus und... Oh mein Gott! Eine Sieg! Noch eine Sieg! Guttria! Alter! Was ist denn los? Richtig geil! Wir ziehen den Nebelkristall als Secret Rare Goldkarte. Sehr, sehr cool. Durchsuche dein Deck nach einer Psycho-Energie-Karte oder ein Basis-Psycho-Pokémon. Zeige jene Karte deinem Gegner und nimm sie auf deine Hand. Mische anschließend dein Deck. Ja, ich würde sagen, das Display hat sich schon mal gelohnt. Zwei Secret Rare Karten in einem Display. Das ist schon was. Da lässt sich mit arbeiten, finde ich. Also Gate to the Luck schlägt erbarmungslos zu, Leute. Ich kann euch bloß empfehlen, bestellt die Sachen bei uns. Alles ist in der Beschreibung verlinkt. Und ja, Gate to the Luck, Leute. Das ist einfach Gate to the Luck. Wir machen weiter mit Kokuna. Und die Regie schmeißt gerade alles runter neben mir. Vati. Primano, Schneebedück, Sneebel, Lauschling, Porygon, Ladybar, eine einladende Laterne Alterus und ein Galagladi als normale Rare. Ach, die Regie wieder. Nee. Die Regie schlägt mich. Hilfe. Am Ende denken die Alte heißt Regie als mit Namen oder so. Hallo Regie, wie geht's dir? So. Oh, gib mir kurz die Karte. Danke. Die Leute wollen die zweite Secret Rare sehen. Die sind dann bestimmt wieder neidisch auf uns. So. Mal gucken. Ledian. Schneegipfelpfad. Vati. Iskalar. Dakuma. Ubel. Schnepke. Galar Makabaya. Spiralenergie Alterus und ein Zengo als normale Rare. Wisst ihr, wie lange ich schon keine Goldkarte mehr gezogen habe? Das ist echt schlimm. Ich stehe nicht auf die Goldkarten, aber die haben es natürlich ohne schlecht, ne? So, wir machen weiter mit Kirlia. Fließender Angriff, Himmelsrolle. Kikalo, Schnepke, Stalunio, Hoplo, Chimpep, Krabbox, ein Ross Kapokime und ein Kekleon als normale Rare. Grüße gehen raus an Domi. Das ist deine Kekleon. So, nächstes Pack. Wieder mit zwei Code-Karten. Leute, also das ist echt schlimm. 1, 2, 3. Und wir legen los mit Pöni. Fleckleon. Brimano. Brimova. Dakuma. Nebulak. Pomeo. Chopé.
ein Reverse Galar Smogmog, Like a Sir und ein Repeatles als normale Rare. So, übrigens griff Pokémon jetzt auch den Typ Undichttier im TCG annehmen, eigentlich seit einer ganzen Weile. Darum auch Galar Smogmog und Repeatles als Undicht-Pokémon und nicht als Psycho, wie es eigentlich vorher immer gewesen ist. Finde ich aber auch sehr, sehr praktisch irgendwo. So. Fokussierter Angriff, Stichrolle, Echohorn, Melanies Überzeugung, Hoplo, Raffel, Iskalar, Memeon, Scarbon, ein Rospotogel und ein Schimmelreiter, Koronospavi. Oh mein Gott, wir haben den Schimmelreiter und den Rappenreiter. Ich mag die Namen immer noch nicht. So, vom Typ Wasser mit 210 KP, Durchbohren 40 Schaden, einmal Wasserenergie, Blizzardlanze 200 Schaden für zweimal Wasser, einmal Farblosenergie. Lege zwei Energien von diesem Pokémon auf deinen Ablagestapel. Kann man natürlich machen, muss man nicht. Aber ich habe irgendwie so eine persönliche Abneigung gegen das Pokémon. Aber jeder, der das feiert, soll es feiern. Ich mag es jetzt echt nicht so, hätte mir da ein bisschen mehr erhofft. Ich denke mal, hätte das irgendwie so einen großen Klopskopf. Wäre das auch cooler geworden, aber mit dem großen Klopskopf sieht das ja einfach irgendwo komisch aus. So. Wir haben noch nicht mal alle Packs. Wir haben noch 2, 4, 5, 6, 7 Packs und wir haben schon hier eine komplette Armada an guten Karten liegen. 8 Stück insgesamt. Und das ist auch in den aktuellen Sets so groß wie sie sind. Wieder 2 Cold-Karten. Der Durchschnitt, früher waren es immer 6 gute Karten, 6 bis 7, jetzt sind es 8 bis 9. Bestenfalls 10. Packen wir mal die 10. Ist ja schön. Hätte ich Bock auf 10 gute Karten. Wir machen weiter mit Camillo, Sophora, Einladende Tanne, Dikda, Hoplo, Raffel, Iskalar, Memeon, Krabbox als Reverse und ein Galar Lashoking als normale Rare. So, jetzt kommen wir nämlich auch zu dem, was ich vorher angesprochen habe. Das Set ist einfach so riesengroß, weil es aus 3 Sets besteht im Japanischen. Und wir haben noch nicht einmal die Cover-Vogel-Pokémon gesehen, als Pokémon Wii. Wir haben noch nicht einmal Lugok gesehen, was auch mit drin ist. Wir haben noch nicht einmal Lucanian gesehen, was auch mit drin ist. Das ist echt schade, dass die Sets immer größer werden und einfach immer vollgestopfter sind, wie ich finde. Mit den japanischen Karten. Denn... ich sag's euch ganz ehrlich, das macht's als deutsche Sammler echt schwierig, alle Karten mal mit 2-3 Displays zu bekommen, die man haben will oder die es so gibt. Das ist halt echt irgendwo schade drum. So, Mel, Sejong, Alpollo, Ignivor, Dikda, Quaffwaff, Frobel, Memeon, Pöni, Alzurus und eine... Rappenreiter Koronospa VMAX vom Typ Psycho mit 320 KP mit den Fähigkeiten Tür zur Unterwelt. Einmal während deines Zuges kannst du eine Psychoenergiekarte von deiner Hand an einen Psychoenergie-Pokémon auf deiner Bank anlegen. Wenn du auf diese Weise Energien an ein Pokémon anlegst, ziehe 2 Karten und Dynageist mit 10 Schaden plus für 3x V-Plus-Energie. Diese Attacke fügt für jede an alle deine Pokémon angelegten Psychoenergien 30 Schadenspunkte mehr zu. So. Das Spiel möchte mich ärgern. Wieder Rappenreiter. Rappenreiter. So. Das heißt, wir haben jetzt schon 9 gute Karten. Und dann immer noch 1, 2, 3, 4, 5 Packs. 4 Packs in unser Glückspack. Was ist mit den... also Leute, das kam jetzt gerade so, ne? Hier hinten ist eine Karte, dann kommt die Code-Karte. Ich weiß nicht, ob die gesoffen haben, als die das gemacht haben. 1, 2, 3. Muss ich erst mal gucken, ob die letzte wirklich eine Energiekarte ist, ja. Was ist denn los? Oder haben die jetzt einfach auf schnell produziert, weil hier Corona, dies, das. So, Pöni, Blackleon, Rimano. Das war die Karte, die wir gerade hatten. Das war die einladende Laterne. Quaffwaff, Orenta, Sneebel, Sesokitz, Golbit, ein Reverse Fomeo und ein Calamanero als normale Rare.
Also irgendwo bin ich gerade mit der Qualität des Zusammengepackten hier nicht so ganz zufrieden. Das ist echt so, oh, ein bisschen schnell, schnell machen, produzieren, Corona, hier, dies, das. Aber mal mehr Kotkarten reingeschmissen. Karten verdreht. Ich meine, ich sage jetzt nichts gegen mehr Codekarten, ne? So ist es nicht. Aber, naja, ist halt schon schade, ne? Stolrak, Narziss, Rollum, Raffel, Iskallar, Memmion, Scaraborn, Porygon, Sofora als Reverse und Grippuk als normal Rare. Komm, gönn noch eine gute Karte. Was denn? Die Regie spielt mit Toploadern rum. So, wir machen weiter mit dem Galar Brustpanzer. Glücksenergie. Cattleya. Porygon. Ladybar. Nebulak. Wuffels. Iskallar. Ein Reverse Hoplo und nochmal eine Celebi V. Okay, cool. Wir haben 10 gute Karten, aber von den ganzen Haufen eine Doppel zu kriegen, ist echt schade. Das ist richtig schade gerade. Hätte mich da mehr über einen Vogel-Pokémon gewünscht oder so, oder über einen Logok, aber noch eine Celebi V ist halt echt irgendwo so. Weißt du, sogar eher Celebi V Max, das wäre cool gewesen jetzt noch. Das erste Mal in der Geschichte von Gate of the Game ist 10 gute Karten und immer noch 2 Packs to go. So, Kekalo, Oator Friedhof, Entdeckerset, Golbit, Krabbox, Seemops, Toxipet, Quaffwaff, Vibor Altaros und eine Sanaconda VMAX Rainbow Rare. Okay, ich sag nichts. Alles gut, du kannst hierbleiben, okay? Okay, Celebi, du kannst hier bleiben. Ich mag keine Rainbows, aber ich mag die VMAX von seiner Konda, weil die sieht echt geil aus. Und wir haben hier 320 KP vom Typ Kampf. Mit Sandimpuls 60 Schaden, eine Kampfenergie. Diese Attacke fügt auch jedem Pokémon auf der Bank deines Gegners 20 Schadenspunkte zu. Wende Schwäche und Resistenz nicht an. Und Gigawirbel 180 Schaden zweimal, Kampfenergie einmal farblos. Verschiebe beliebig viele Energien von deinem Pokémon beliebig auf deine anderen Pokémon. Okay, ich sag nix. Wir haben Rainbow gezogen. Wir haben 3 Secret Rares aus einem Display gezogen. Also das ist echt schon wild. Heftig, Leute. Heftig. Das ist das wohl heftigste Display, was ich je bei Gate of the Games geöffnet habe. Ohne Mist. Gate to the Luck ist back. Und zwar richtig. Wenn wir jetzt noch eine gute Karte ziehen, dann gehe ich. Dann gehe ich einfach, Leute. Dann, nee. Nebelkristall. Chimsticks. Saverio. Elezeba. Dakuma. Chopé. Hoplo. Dicta. Galar. Nee, nicht Galar. Reverse Ladian. Ich bin schon voll verwirrt so. Und. Oh, schade. Früher als letztes, als normale Rare. Das wäre jetzt echt gewesen. Noch irgendeinen richtigen Banger, so eine Alternative Artwork Secret Rare oder sowas reinzuschmeißen. Ja, ich würde sagen, Leute, das ist echt eine gute Ausbeute gewesen, ne? Also Secret Rare. Okay, die haben wir doppelt. Kann man machen, muss man nicht. So, wir machen nochmal einen kurzen Blick auf unsere Ausbeute heute. Kann man sich nicht beschweren, ne? Wir haben CDB wie leider zweimal, aber das ist nicht schlimm. CDB ist ein cooles Pokémon und kann man ja immer noch verkaufen und vertauschen, das ist nicht das Ding. Zeraora wie Rapidrider Koronospa wie Schimmelrider Koronospa wie Sanaconda wie, da haben wir Rapidrider Koronospa wie Max, Boreos wie Max, da hätte ich echt gerne statt dem CDB hätte ich echt gerne die gezogen als normale wie, das wäre cool gewesen. Und wir haben 30 Rares Nebelkristall, Sanaconda VMAX Rainbow Rare und Mel als Trainerkarte. So, wenn ihr auch so viel Glück haben wollt, dann bestellt bei Gate of the Games. Ciao. Nein, Spaß. Wenn ihr auch so viel Glück haben wollt, dann schreibt mir in die Kommentare, was von diesen ganzen Karten
eure Most Wanted Karte ist. Welche Karte hättet ihr gern? Warum? Wieso? Weshalb? Natürlich immer Kanal abonnieren. Lasst eure Abos öffentlich, dass wir da auch sehen, ob ihr abonniert habt. Lasst ein Like da und in die Kommentare schreiben, ich möchte gewinnen. Und meine Most Wanted Karte von diesem Stapel ist Rappenrader Coronaspa, einfach um dich zu ärgern. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. So, das war's von uns. Wir sehen uns im nächsten Video wieder mit der Top-Trainer-Box von diesem Set oder mit einer Top-Trainer-Box von diesem Set. Und ja, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Kritik gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Die Regie hat auch gewunken. Auf Wiedersehen.